Hallo meine Lieben, hier bin ich mal wieder, die Susanne von Bullenhutart. Und heute möchte ich euch ein Video zeigen, wo ich, also in meinem letzten Video habt ihr gesehen, da habe ich solche Altered Playing Cards gemacht. Ich bin ja in der Facebook-Gruppe Deutsch drin, mittlerweile also schon sehr aktiv da. Ich kenne auch die Luise Heinzel und die Luise Heinzel hat ja ein Junk Journal ABC gemacht. Da war ich, glaube ich, ein bisschen mit dran beteiligt oder mit dran schuld, weil wir haben da mal drüber geredet und ich habe mich da geoutet, dass ich ganz viele Wörter einfach nicht kenne oder nicht weiß, was das ist. Ich wusste nicht, was dieses Crocodile ist zum Beispiel. Moment. Ihr werdet es kennen. Ich habe es nicht gekannt. Alle haben gesprochen von diesem Krokodil da und ich hatte es nicht gekannt. Jetzt habe ich selber eins. Ja, und es ist toll, kann man wirklich tolle Sachen mitmachen. Ja, aber halt im Junk Journaling, da redet diese ganze Facebook-Frau da, also die amerikanische und australische und wo die alle herkommen, die reden mit den Wörtern, gehen da um sich rum und wie wenn das das Normalste der Welt wäre. Aber wenn man da neu ist in dem ganzen Ding, dann weiß man halt nicht, was eine Altered Playing Card ist oder was ein Altered Book ist und so weiter. Und die Luise hat halt dieses Junk Journal ABC jetzt ins Leben gerufen, finde ich super. Und da erklärt sie diese ganzen Wörter. Macht ein Video dazu oder nimmt ein Video von jemand, wo sie sich mit abspricht, also mit Genehmigung. Und jetzt kann man da richtig toll das alles lernen. Und das Zweite, was sie jetzt richtig toll beschrieben hat, war ein Altered Book. So. Und ich benutze dieses Junk Journal ABC wie ein Lehrgang. Also, ich habe jetzt meine erste Altered Playing Cards gemacht. Da ist noch gerade eine, da liegt eine rum. So, ich habe da noch ganz andere gemacht. Gibt es ein Video davon, könnt ihr euch mal angucken. Und ja, die letzte Nacht, schon echt schon wieder sage, der letzte Tag und die letzte Nacht, war ich jetzt damit beschäftigt, mein erstes Altered Book zu machen. Ich zeige es euch jetzt mal ganz kurz in die Kamera, nachher machen wir der große Rundgang. So, ist gerade mein ganzer Stolz. Hat mich auch echt ein bisschen Nerven gekostet, hat es mich nicht. Nee, das ist falsch. Es macht total Spaß. Aber ich stehe mir da manchmal ein bisschen im Weg. Das war jetzt für mich so echt so ein bisschen ein großer Schritt, sowas zu machen, weil wenn man es noch nie gemacht hat, man will nichts verkehrt machen. Und ich habe halt auch so ein bisschen eine Sperre, aus einem Buch Seite rauszureißen. Und wenn ihr das mal anguckt, da sind schon extrem viel Seite draußen. Ich habe dann mitten in der Nacht nochmal einen Gang gemacht und habe nochmal Seite rausgerissen. Das war, glaube ich, das dritte Mal. Luise hat nicht so viel Seite rausgerissen in ihrem, aber ich habe für mich festgestellt, ich möchte das Buch, diese englische Wörter bauen. Also ich möchte das Buch benutzen, um drin auch mal was zu malen, aber halt auch um, so wie ich es üblich mache, ich klebe Sachen ein und so und baue da ziemlich dann auf mit in der Seite. Und am Schluss soll es kein so ein Krokodilbuch geben, wo so der Schnabel so komplett offen hat. Ganz so mag ich es nicht. Ein bisschen aufstehen darf es, ist gar kein Thema. Mein erstes Junk Journal steht, hat ziemlich weit die Schnauze offen, auf Deutsch gesagt. Aber na, da ist halt auch viel drin passiert. Und so sollte es auch sein. Ich freue mich schon drauf. Demnächst, wo habe ich denn jetzt wieder hingeguckt? Glaube nur mehr, das ist so schwierig, in dieser Kamera auf dieses schwarze Ding da zu gucken. Ich müsste da mal einen Aufkleber hinmachen oder so. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich das jemals lerne. Ich habe das Gefühl, ich lerne das nie. Naja. Was kommt jetzt? Egal. Die, wo mich kennen, wissen. Egal. Also, jetzt zeige ich euch mal, was da alles so abgegangen ist. Ich habe es auch wieder ein bisschen so in meinem eigenen Stil dann gemacht. Auch diese Schließung, die ich jetzt drum umgebaut habe am Schluss, weil ich das einfach schöner gefunden habe. Das hat jetzt Luise nicht gemacht zum Beispiel. Das habe ich aber auf einem anderen Video irgendwo mal gesehen. Da dachte ich, ja, das ist ganz nett. Ja. Und genau,
Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, wie mein Schreibtisch gerade aussieht. Fallt bitte nicht vom Stuhl oder vom Bett oder wo ihr euch gerade aufhaltet. Es ist echt brutal. Ich nehme euch heute auch nicht mit beim Aufräumen, weil ich glaube, da brauche ich einfach ein bisschen länger. Das wird hier der Rahmen sprengen. Weil, ja, also so war es noch nie. So hat es wirklich noch nie ausgesehen. Echt krass. Aber macht ja nichts. Nachher räumen wir es wieder auf und dann kann es wieder weitergehen. Und ja, weil ich kann nicht mal mehr, glaube ich, eine Kaffeetasse richtig aufstelle. Ja, hinstelle auf meinem Schreibtisch. Jeder Zentimeter genutzt. Also so richtig genutzt, so richtig. Da hat man jetzt keinen Bock mehr weiterzumachen. Also ich muss das jetzt erstmal aufräumen und dann werde ich das nächste Video drehen. Also ich habe mir jetzt überlegt, ich habe jetzt dieses Elternbook und ich werde einfach ab und zu eine Seite drin gestalten und die zeige ich euch dann. Ich habe da jetzt schon ein bisschen was drin gestaltet, habe auch einiges aufgenommen. Und dann ist mir heute Nacht, ich glaube, es war so um 3 Uhr, auf einmal war natürlich das Akku dann mal leer. Zack, aus war's. Nur ich war noch nicht fertig. Hab halt dann einfach nur ein bisschen weitergemacht. Also, ihr seht jetzt ein Endergebnis und im Video dann, also ein Elternbook könnt ihr machen, nachdem ihr mein Video gesehen habt, wenn ihr es so machen wollt, wie ich das mache oder wie Luise das gemacht hat. Also, wir haben es gleich gemacht. Außer das Seite rausreißen, das habe ich ein bisschen anders gemacht. So, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächste Mal. Und ich freue mich richtig über Kommentare. Mein Gott, ich liebe die Kommentare. Irgendwann lese ich euch mal welche vor. Ich kriege wirklich nette Kommentare und vielen, vielen herzlichen Dank. Und auch, dass jetzt mich schon so viele Leute abonniert haben. Ich habe erst im, ich glaube, Januar, Februar angefangen. Da hatte ich dann gerade mal 12 Abonnente und da war ich schon sehr stolz drauf. Und jetzt sind wir bei über 340 und das in der kurzen Zeit. Also ich bin richtig happy und ich freue mich, wie gesagt, über jeden Kommentar. Also bis bald, hoffentlich. Und jetzt viel Spaß beim Videogucken. Und wenn ihr Lust habt, dann macht es bitte nach oder macht euch ein eigenes Elternbook. Und dann, ich habe unten in der Infobox dann alles verlinkt. Diese ganze Hashtag-Sache da, da kenne ich mich auch noch nicht so aus, aber ich probiere da keine Fehler zu machen. Weil das ist nämlich schön, wenn man dann quasi diesen Hashtag Luise Heinzel dann hinschreibt auf Instagram. Dann finden wir uns ja dann da alle wieder und Hashtag Junk Journal ABC. Und dann kann man ja sehen, dann, wer hat was gemacht und wer hat es wie gemacht. Und das ist für alle interessant. Jeder kann dann von jedem lernen. Und das ist der Sinn und Zweck von dem Ganzen. So, und jetzt geht's los. Tschüss. So, hi. Uiuiui. Also die Kameraeinstellung, die ist mal wieder gigantisch, was ich mir da wieder habe einfallen lassen. Aber jetzt habe ich wenigstens beide Hände frei, um euch das zu zeigen, was ich hier gemacht habe. So, mein Schreibtisch ist, ich würde mal sagen, grob aufgeräumt. Aber hier seht ihr, das schätze ich, kriege es jetzt nicht ganz rein, aber so im Grobe und Ganze könnt ihr das sehen. Und ich habe hier auch so eine, also ich finde sie toll, so eine Schließung gebastelt. Und zwar, mein Buch hat ja da so grüne Seite und so. Und da fand ich das ganz nett, quasi da so einen Verschluss hinzumachen. Das ist einfach zusammengefriemelt. Hier mit so einem elastischen Band. Das habe ich jetzt so mal. Da hatte ich so ein. Ich habe noch keine so elastische Bänder. Da habe ich so ein Notizbuch gehabt, da war das dran. Da habe ich das einfach von dem Notizbuch runtergeklaut. Das da oben ist ein Geschenkband, was ich gehabt habe. Das hatte schon diese Schlaufe da fertig. Und jetzt kommt diese Kette da. Das ist der Rest. Auf eBay, ihr wisst ja, kaufe ich ja öfters mal Sachen. Also gebrauchte Sachen, alte Bücher und so Zeug. Das ist übrigens auch ein eBay. Ein eBay-Buch. So,
Und dann habe ich bei jemandem wirklich tolle alte Bücher gefunden und habe da so rumgeguckt, was die alles verkaufen. Und die verkaufen ganz viel historische alte Sachen. Und da war ein Bundel von der Kette dabei. Und ich als Junk Journal Mensch habe direkt gedacht, wow, die ganzen Dinger kannst du einzelnen Benutzer mal ins Junk Journal hinhängen. Die sind ja alle mit solchen Öse verbunden. Da brauchen wir nur eine kleine Zange, macht das auf und dann hat man sie. Ich habe die in Grün, ich habe die in Blau und ich habe die in so einem Rotton und ich glaube in Creme. Die wurde mal in einem Kloster hergestellt zum Verkauf, gehe ich davon aus. Und dieser Mensch, der das da verkauft hat, der hat da ganze, eben den ganzen Bund voll. Ich weiß nicht mehr, was kostet, ich glaube 10 Euro oder so. Habe ich zugeschlagen. Da ich direkt wusste, das brauchst du irgendwann, du benutzt das irgendwann und das mache ich auch. Dann habe ich die Kette eben auseinandergenommen. Gerade muss man nur die Öse aufmachen und habe mir das Stück halt da abgemessen und habe das da unten mit dem Gummiband verbunden und da oben mit dem Geschenkband verbunden. Ich hoffe, es hebt eine Weile. Jetzt ist es elastisch, also wenn's Buch dicker wird, gibt es natürlich nach und das war mal der Plan. Und ich finde, es sieht auch nett aus. So, jetzt geht schon von alleine runter. Also, ja, das ist mein Elternbuch. Wie heißt's? Pearl, was? Die verborgene Blume. Alles klar. Schöner schwarzer Lederband hinter. Also an dem Buch außer werde ich nichts verändern. Das werde ich so lassen, weil ich finde, sieht schön aus. Also ich habe jetzt beschlossen, ich habe nämlich jetzt mal gerade das Videomaterial gesichtet, was ich jetzt die letzten anderthalb Tage da zusammengetragen habe. Es sind insgesamt, ich glaube, wir sind schon bei 26 Videos. Also ich tue ja immer in einzelne Sequenzen das aufnehmen, weil ich ja ab und zu muss auch immer ich mal entweder mal was trinke, was esse oder mal überlege vor allem. Und dann schalte ich euch natürlich immer ab. So, jetzt habe ich dann die 26 Videos und das ist mir auch klar, das wird dann viel zu lang. Und darum haben wir das Elternbuch eben in mehrere Teile. Im ersten Teil zeige ich aber, wie man das Elternbuch einfach herstellt. So, das ist die erste Seite. Die hat am Anfang, wo ich sie angefangen habe, also im Video könnt ihr noch sehen, das hat mal ganz anders ausgesehen. Da hatte ich so eine Tasche dran. Die hat sich sowas von gebissen. Das habe ich irgendwie heute Nacht nicht mehr gesehen. Heute Nacht war das alles toll. Achtung, so, machen wir mal das Licht anders. Den Farn, den finde ich immer noch schön. Den habe ich da reingestempelt am Anfang. Und dann habe ich so ein Deko-Blatt-Buch, eine Deko-Seite hier reingeklebt. Sieht es viel schöner aus. Und das da, ja, das sehen wir dann auch im Video. Und so ein Tag, das ist eben von der Luise. Ist das so ein von so einem Ephemera-Kit? Was ist denn jetzt da für ein schwarzer Streifen drauf? Seh nochmal, das sehe ich jetzt erst. Wo ist jetzt der her? Ja, Sache passiert. Naja, ich glaube nicht, dass das bei der Luise drauf war. Oder doch? Ah doch, ich glaube, das war so. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Entschuldigung, Luise. Jetzt ist man das, weil jetzt sticht er da richtig raus. Was ist das, eine Bohne oder so? Wahrscheinlich halt die Bohne, wo die Pflanze. Naja, haben wir da was gelernt. Nur ein bisschen Gartenunterricht am Rande. So. Ja, jetzt gefällt mir die erste Seite. So. Dann gehen wir mal weiter. Da haben wir jetzt noch nichts gemacht. Ich bin noch nicht sehr weit in dem Buch, aber ich baue ja das so nach und nach auf. Aber irgendwann war halt auch mal die Nacht vorbei und dann habe ich halt mal morgens um 4 Uhr hören müssen. So, die Seite, da will ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen, weil das gibt's nächste Video. Das ist im Aufbau, da mache ich, das klebe ich zusammen, das kommt dann hier rüber und dann gibt es von hier eine Tasche. Und die Seite muss ich noch dekorieren und das ist ja von der Luise ihrem Kit. Voll das Schöne mit dem gelben Vögele da. Und das zeige ich euch ja, wie man das alles einbaut. Das ist im Video dann drin. Da habe ich das selber auch. Da habe ich einmal grün abgestriffen. Da mein, wie heißt das, diesen Spachtel. Das ist jetzt bereit, um was mit dieser Seite anzufangen. Also die Seite sind halt schon mal vorbereitet, um dann da irgendwann mit Leben gefüllt zu werden. Das gibt halt eben die nächsten Videos, die ich mache.
wieder so eine schöne Seite von der Luise. Und so machen wir das einfach. Ihr habt Seite rausgerissen und ihr habt Seite eingefügt und dann geht's los, dieses ganze Buch mit Leben zu erfüllen. Da habe ich auch eine Seite gestaltet. Das ist von diesem alten Buchführungsbuch. Ja. Und da habe ich schon mal, da kann man oben was reinstecken. Dekoriert ist es nicht. Ja, viel mehr ist es nicht. Was ich aber gemacht habe, ist ganz viel Seite hinten noch rausgerissen. Weil ich werde noch ganz viel hier hinten, da ist da eine Tasche und hier eine Tasche. Ich werde ganz viel hinten eben noch arbeiten. Und da ist so ein Unfall passiert. Da habe ich rausgerissen und noch gleichzeitig Seite zusammengeklebt. Und da hat es jetzt so eine, wie hat Luise gesagt, so eine Wurst oder Wulst hat es jetzt da gegeben. Also ich habe eine. Da sehen wir gleich mal, wie man es nicht machen sollte. Da habe ich nicht auf sie gehört. Da habe ich einfach zu viel Seite rausgerissen. Und das sieht man jetzt auch da oben. Jetzt können wir gleich mal sehen, wie man es nicht macht. Sehen wir da? Ein Rieseloch. Oh mein Gott. Naja, da werde ich mal gucken, dass ich da mal was entsprechend hier auf diese Seite einfülle, dass es dann gar nicht mehr so aussieht, wie es jetzt aussieht. Da ist das Gedruckte da. Ja, das ist mein Elternbuch. Da ist die Seite, mit, wo ich den Farn, nee, da habe ich nochmal einen Farn da rein gestempelt. So eine Vellumseite davor. Und so wird das Buch jetzt wachsen. Und unser Verschluss wird hoffentlich seinen Zweck erfüllen. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie es war. So, das Schleifle ist oben und dann ziehe ich das einfach von unten drüber. Und so sieht es nett aus, finde ich. Da unten noch so bling, bling, bling dran. So, jetzt haben wir es mal gesehen. Oh je, je. Aber wenn ihr jetzt noch Lust habt, könnt ihr dabei bleiben und dann zeige ich euch eben, wie das grundsätzliche Buch entsteht. So. Alla. Dann geht's weiter. Bis gleich.